Hallo, das war der Xi. Und es geht weiter mit Ngang. Mittlerweile in der zweiten Runde der zweiten Ebene. Unserer schönen Licht- und Schattenebene. Wo wir uns hier gerade mal wieder mit bewegenden Plattformen auseinandersetzen dürfen. Und das klappt eher weniger gut. Weil wir gleich mehrere Sachen machen müssen, in denen ich schlecht bin. Einerseits mit Geschwindigkeit umgehen und gleichzeitig dann noch die Fähigkeit nutzen, dass wir aus einer Plattform heraus unseren Sprung erneuern können. Was ich jetzt gerade die ganze Zeit wieder probiere, ist, dass ich schief lenke, um mich einerseits dort die Plattform durchzulassen, um aber andererseits schief zu fallen und gleich bei der Plattform wieder runterzulaufen. Ich habe halt auch hier wieder das große Problem. Ich habe jetzt einfach wieder. Wenn du schlecht genug bist, könntest du hier eine Sekunde verlieren. Kleinen Moment. Na komm, wir sind doch da vorhin schon durchgekommen. Krieg das nochmal hin. Bitte. Ich meine, auf der anderen Seite ist hier eh nichts anderes gefordert, von daher.
In der anderen Richtung wird es auch nicht besser, Leute. Das ist das Problem hier. Wenn man nämlich jetzt die Ecksprünge von uns explizit haben möchte. Und da ich die nicht beherrsche, ist das hier wieder ein reines Glücksspiel. Moment, ich hab A. Ah, okay. Boah, ich könnte die andere jederzeit wieder zurückkriegen, also. Kann man es auch damit mal probieren. Oh ja. Ich finde das so lustig, dass wie Dinge in einem Moment so scheinen können, als würden sie einem irgendwas erleichtern. Und im nächsten Moment ist es halt das komplette Gegenteil. Ja. Dann machen wir es halt auf die reguläre Art und Weise, wenn wir die irgendwie hinkriegen. Da bräuchte ich eben, bei solchen Angelegenheiten bräuchte ich einen Experten, der mir sagt, ob das hier, so wie ich das gerade probiere, möglich ist oder nicht. So, ich könnte hier mal wieder alles ein bisschen so arrangieren, dass ich ein bisschen gesünder da sitze. Das Problem ist, wenn ich gesünder da sitze, dann bin ich locker einen halben Meter vom Bildschirm entfernt. Weil mein Stuhl nicht besser unter den... Ja, wobei. Doch, ein wenig mehr unter den Schreibtisch... Passt der Stuhl doch noch. Weiß zwar nicht, ob das jetzt im Endeffekt gut ist, aber so kann ich wenigstens ein bisschen gerade da sitzen. Man kennt das Problemchen ja mit der Zockerhaltung. Diese bucklige, äußerst ungesunde Haltung, bei der man letztendlich auch gut genug merkt, dass sie ungesund ist, aber ja, verhindern ist eben auch schwer. Sie zu verhindern ist nicht unbedingt einfach. Ach ja.
Nee, Fakt ist, dass ich Nuffy vor von dieser Art Sprünge keine Ahnung habe. Beziehungsweise, ich brauche halt hier auch wieder den maximalen Schwung. Und maximalen Schwung gleichzeitig mit gezielten Sprüngen. Ich bitte euch. Das haut nun wirklich nicht hin. Vor allem, weil ich bei diesen Ecksprüngen halt noch weniger eine Ahnung habe, wie ich eigentlich da durchkomme. Bei diesen Sprüngen entzieht es sich komplett meinem Verständnis, wie auch immer Kid mit seiner Trefferkiste da durchpasst. Klar liegt es an der parabelförmigen Bewegung, dass die ein Stück weit diagonal ist. Soweit ist mir die Theorie schon bewusst. Aber dass das während so eines Sprungs so exakt passen kann, dass Kid da durchpasst? Aber ihr seht's ja. Ich versuche den Sprung irgendwie früher zu machen. Ach Gott. Der ist halt auch so extrem eng, dass der Sprung da kurz vor Ende nochmal scheitern kann. Naja. Bemerkst du ein gewisses Déjà-vu in meinen Kommentaren? Wenn du mich so fragst, nö. Achso, ja. Oben ist offen, der Herr. Und das Viech, das mich vor der letzten Folge genervt hat, ist immer noch da. Ich dachte, es wäre oben in einer Spinnenwebe hängen geblieben. Aber wahrscheinlich hat es sich einfach daraus befreit, weil sein Lebenssinn, mich zu nerven, noch nicht erfüllt war. Mhm, ich merke das. Meist ist nicht ein bisschen viel für die kurze Zeit, die man zur Verfügung hat. Dass eben diese Viecher aber auch immer ins Gesicht fliegen müssen. Ich meine, ich weiß ja, was die wollen. Die wollen ja die Tränen. Also in dem Fall nicht mal scherzhaft gemeint. Das ist ja wirklich so. Aha, okay. Dann halt so rum. Oh, ich werde schläfrig. Weck mich auf, wenn es interessant wird.
Ah, jetzt ist es interessant. Nee. Würdest du mir glauben, wenn ich dir sage, dass du diese optische Gestaltung später sehen wirst? Nee, wenn du mich so fragst. Tödliche Schalter. Ah ja. Und erneut haben wir es geschafft, ein weiteres, eigentlich nicht tödliches Objekt zu einem Ersatzstachel zu machen, hm? Ja. Ist es eigentlich immer schon so gewesen, dass die Farbe der Schalter anzeigt, was sie tun werden? Und tschüss. Diese Ebene zu erstellen hat 15 Minuten gedauert. Nicht Sekunden. Schönste Stachelsprünge. Ist das eklig? So viele diagonale Sprünge. Du kannst den Schalter nicht erreichen, aber du kannst immer noch das Portal sehen. Versuch, dessen Kante zu treffen. Diagonale Sprünge. Oder direkt übersetzt diagonal. Ja. Davon hatten wir eben ja nicht schon genügend, ne? Mal eben so, als wäre das das Einfachste der Welt. Für mich sind die immer noch eine Zitterpartie.
Wenn man ein und dasselbe so oft von mir haben möchte, scheitere ich natürlich irgendwann. Wie viele Diagonalen muss ich hier machen? 2, 4... Jetzt hier sind 2, dann mache ich 4. Dann müssen wir da nochmal runter, sind dann nochmal... Ja, 8. 8 mal! Also ja, wir machen schon schwierigkeitstechnisch da weiter, wo wir aufgehört haben. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Glaubt ihr, ich krieg das heute nochmal hin? Das gibt's doch nicht. Vorher habe ich mich doch gar nicht so blöd angestellt, aber jetzt wird's nicht mehr. Und das Ganze halt auch noch unter Zeit, aber das ist der nächste Punkt. Ich meine, unten ist immer eine Lampe, ja. Ändert trotzdem nichts daran, dass ich hier 8-mal diagonal zwischen Stacheln durch darf. Danke, Gott. Spaß mit Plattform. Ja. Diesmal nicht im Sinne dessen, dass wir die ganze Zeit hämmern müssen, sondern diesmal müssen wir schauen, dass wir hier am Ende seitlich in die eine Plattform reingeraten. Geht doch. Das arme Kerlchen da oben. Und mehr Blocky-Räume. Jo, das könnte genauso gut eine Wannabe the Guy-Anspielung sein. Und weiter. Ja. Ein weiteres Mal in diesem Rätselraum. Thank you.
Das geht wieder nicht anders, ne? Müsste das dann nicht... Ich schätze mal, dass ich da gerade wieder auf einen alten, denselben Trick hereinfalle, auf den ich beim letzten Mal schon reingefallen bin. Nee. Achso. Ja, klar. Da müssen wir ja immer noch irgendwie hoch. Trotzdem, wenn ich von der Plattform aus springe, müsste ich darauf schon hoch können. Das müsste doch eigentlich reichen. Ich meine, was der da macht, ja, wobei. Nee, ich glaube, ich brauch wirklich nur die drei. Ach, komm schon, das ist doch eigentlich nicht dramatisch. Ich noch nicht immer an so gänzlich simplen Sprüngen dann krepieren würde. Das könnte man eigentlich auch machen. Den da gleich mitnehmen. Ach, komm schon. Na, ja. Wenn ich das jetzt noch blind geschafft hätte. Ah, ich glaube, ich habe stellenweise einfach zu viel Respekt davor, dass es dunkel wird. Ja, und dann da einfach nur hoch und darüber. Eigentlich keine große Angelegenheit. Ey, nicht ständig an diesen einfachen Sprüngen krepieren würde. Ja, die einfachsten Sprünge, die es in dieser Art Spiel gibt. Und ich krieg sie einfach nicht hin. Ich krieg sie einfach nicht hin.
Nee, ich schaue auf die Zeit und wir haben es leider bei dieser Ebene nicht geschafft, sie so schnell zu schaffen. Schade. Aber gut, das soll es dann für diese Folge gewesen sein. Man sieht beim nächsten Mal dabei. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.